Katastrophe, das findet schon nicht. Weißt du, dann nicht mal mit Fingerabdruck hier, sondern bitte geben Sie Ihr Passwort ein. Los geht's. Oder doch nicht? Ich höre gar nichts. Es kommt nichts. Ja, moin. Na, das hat doch gut angefangen. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast zu dummen Ideen. Heute mal mit Jan und Julia. Und nachdem wir ja in den letzten Wochen viel über Tiere gesprochen haben, war es uns ein Anliegen, heute mal wieder über Didaktik zu sprechen. Ja, und über Menschen. Und über Menschen. Und es begab sich also, dass ich diesen Montagmorgen zur Arbeit fuhr und im Radio einen Wortbeitrag hörte, weil ich diese Playlist nicht mehr hören kann, einen Wortbeitrag hörte über Nikolai Grundtvig. Und Nikolai Grundtvig, dänischer Theologe, Pfarrer, Politiker, Philosoph, Poet und Pädagoge, hat ein Universalgelehrter mal wieder. Und mich hat schwer beeindruckt, dass der Grundpunkt seiner Pädagogik ist, dass Lehrende und Lernende alle Lernende sind und voneinander lernen und miteinander quasi sich gemeinsam Wissen aneignen. Und das habe ich dir erzählt und dann hat mich noch mehr überrascht, dass du gesagt hast, oh ja, das habe ich auch im Radio gehört. Genau, weil ich bin dann irgendwie ja ein paar Stunden später nach Witten gefahren und wahrscheinlich, wie es immer so ist, gibt es ja einen regelmäßigen Abfluss in diesem Programm des Radios und dieser Beitrag wurde scheinbar nochmal ausgespielt, weil ich habe ihn dann mittags gehört und ich musste ganz doll lachen, als deine Nachricht kam. Und dann ergab es sich ja noch, dass ich deinen Instagram-Beitrag gesehen habe, aber nicht mehr zuordnen konnte, dass es deiner war. Und im Gespräch dann noch gesagt habe, ja, irgendjemand hat auch was bei Instagram zu gepostet. Ja, also wir waren da sehr gleich unterwegs offensichtlich. Ja, und ich dachte, das ist doch super, mal darüber eine Podcast-Folge zu machen, also auch über andere Menschen, die dumme Ideen hatten. Der hatte ja jede Menge dumme Ideen und hat auch ganz viele davon umgesetzt und hat es ja sogar so weit geschafft, dass er einer der großen Dänen des 19. Jahrhunderts ist, einer der drei, und tatsächlich auch ein EU-Programm nach ihm benannt wurde. Ja, ich dachte tatsächlich, dass sich am meisten beeindruckt hat, dass er Däne ist. Natürlich, da haben sie mich dann schon gehabt. Ja, das dachte ich mir. Ja. Ja, ich bin aber nochmal tatsächlich ja zusätzlich, also neben dem Voneinanderlernen, hat mich persönlich am meisten fasziniert das praktische Lernen und so ein bisschen dieses ja Lernen im Gespräch und im Handeln auch zu sein und nicht im Hörsaal zu sitzen und einen Vortrag zu hören. Ja, Nikolai Grundtvig war tatsächlich der Gründer der Volkshochschulen, also der Heimvolkshochschulen damals. Und das ist relativ untypisch für uns. Also diesmal haben wir ganz schön recherchiert und viel gelesen für den Podcast. Das ist, normalerweise setzen wir uns ja hin und sagen, worüber reden wir und reden mal drauf los. Das werdet ihr noch nie geahnt haben. Aber diesmal haben wir eine Menge gelesen. Und er hat also diese Heimvolkshochschulen vor allem auf dem Land in Dänemark gegründet, wo vor allem junge Menschen eine ganze Zeit verbracht haben. Ne, Kurse über 4 Wochen oder bis zu 4 Monate gemacht haben und da miteinander ganz unterschiedliche Sachen gelernt haben. Ich habe mich tatsächlich, ich glaube, ich bin nicht so tief in die Recherche eingestiegen wie du. Ich habe mich tatsächlich gefragt, hatte das dann so einen Internatscharakter? Also haben die dann auch zusammen gelebt? Ja. Die haben zusammen gelebt, zusammen gekocht, zusammen gegärtnert, also Essen angebaut und ähnliches. Und der spannende Grundgedanke und deshalb vielleicht auch ein ganz gutes Thema, was gut in unsere Zeit und auch vielleicht auch gut in die Zeit nach den Wahlen passt. Das war die Zeit, wo man vom Absolutismus in die Demokratie gewechselt hat. Und tatsächlich war Grundtvig am Anfang ein sehr starker Monarchist und ist dann zum Demokraten geworden, saß auch da in den ersten dänischen Volksversammlungen mit drin, hat die Verfassung mitgeschrieben
und hat diese Schulen unter anderem deshalb gemacht, um eine Demokratiebildung durchzuführen. Also um Menschen, vor allem Menschen auf dem Land, die also ein bisschen weiter weg vom politischen Geschehen waren damals, zu zeigen, was Demokratie ist und was Demokratie kann. Und eben nicht nur, was für Rechte man in der Demokratie hat, sondern auch, was für Pflichten man in der Demokratie hat und wie gut man sich eben auch auskennen muss, um so ein Wahlrecht wahrzunehmen. Ja, und wie könnte man Demokratie besser erproben, indem man mit einer Menge von Menschen zusammenlebt und lernt? Absolut. Und sich organisieren muss. Und ja. lauter Fremde erstmal. Also ja. nicht irgendwie hier nett, wir kommen alle aus dem gleichen Dorf oder so, sondern wir sind hier bunt zusammengewürfelt. Ja, spannend. Ich fand ja faszinierend zusätzlich, dass es ja im ganz Kleinen, also so wie es natürlich irgendwie ja meistens ist mit solchen Ideen, die auch vielleicht am Anfang erstmal dumm erscheinen, im ganz Kleinen angefangen hat und dann hat das aber ja relativ schnell große Wellen gezogen. Ne? Also das war ja nicht so, dass das erst bekannt wurde, als Grundtvig gestorben ist, sondern man hat ja dann schon auch noch mit ihm in seiner Lebzeit diese Wellen ja erlebt. Er hat die selber erlebt auch tatsächlich, ne? Absolut, ja. Der hat in Rölling angefangen mit der ersten Volkshochschule und dann wurden es immer mehr. Dann gab es in Deutschland ganz viele, also mittlerweile gibt es die weltweit. Dann gab es zwischendurch immer wieder Phasen, wo die alle geschlossen waren, Drittes Reich und Ähnliches. Aber noch heute gibt es jede Menge von diesen Heimvolkshochschulen. Die haben sich ein bisschen verändert, auch in ihrer Ausrichtung. Gehen jetzt mehr so in Richtung landwirtschaftliche Lehre, vor allem in Deutschland. In Dänemark bleiben sie weiter in so einer Persönlichkeitsentwicklung, Demokratie. Aber es ist eine dumme Idee, die sich durchgesetzt hat anscheinend. Die fanden andere nicht so dumm, offensichtlich. Ist ganz gut angekommen, ja. Aber ist denn, jetzt ich oute mich jetzt als Person, die sich nicht so stark eingearbeitet hat, aber ist denn der Gedanke der Volkshochschule, so wie wir sie in Deutschland kennen, auch da entsprungen? Tja, das ist eine sehr gute Frage, die ich mir zwischendurch beim Lesen auch gestellt habe, die ich auch nicht wirklich weiter recherchiert habe. Für mich klang es so. Ja, ne? Tatsächlich hätte ich jetzt in den Beiträgen, gedacht. Dass das auch der Start für die Volkshochschulen an sich war. Da nehmen wir aber auch gerne Kommentare unter diesem Podcast mit, wenn sich das getrennt voneinander entwickelt. Bei dem, was ich gelesen habe, klang das tatsächlich so, nur dass dann eben so diese typische Volkshochschule keine Heim-Volkshochschule mehr im Sinne von wir wohnen alle zusammen und verbringen viel Zeit miteinander, sondern eine örtliche Volkshochschule, wo man für einzelne Termine, Kurse hingeht, geworden ist. Ja, spannend finde ich ja bei dem Grundkonzept oder so, wie es von Grundtvig gedacht war, ja wirklich dieser Fokus auch darauf war, dass man durch die Kommunikation zwischen SchülerInnen und LehrerInnen voneinander lernt und aber zusätzlich auch sich der Lehrstoff ja verändert. Also dass es quasi nicht von Anfang an feststeht, was wirklich gelehrt werden soll im Sinne eines Kerncurriculums oder sowas, sondern dass es sehr variabel ja war und vielleicht auch noch ist. Und dass man dadurch ja einfach so eine Masse an gemeinsamen Wissen produziert hat. Das hat mich total fasziniert. Ja, und ich glaube, es ist auch für die Lehrenden total spannend. Also aufregend natürlich, weil man nie weiß, was passiert. Und andererseits, das sind ja die an allen Kursen teilnehmen. Die lernen immer mehr und immer Neues. Und es ist darauf ausgelegt, auf Fragen. Ne? Fragen, die SchülerInnen, die Lernenden mitbringen, die sie auch an die ExpertInnen stellen, die sie auch an die Gruppe stellen, die dann gemeinsam diskutiert werden. Das ist tatsächlich auch heute noch so. Heute, gerade in Deutschland, geht es mehr so in Richtung, es gibt auch ein Curriculum, aber es gibt immer diese Kaminabende, na, wo dann tatsächlich diese ganz freie Diskussion ist. Und es ist, würde ich jetzt mal sagen, schon ganz schön wie Witten, vor allem früher immer war, dass man sagt, du musst mit deiner eigenen Frage hier in das Studium kommen und es ist eigentlich ein ganz freiheitliches Studium und es geht darum, die eigenen Fragen mit anderen zu beantworten. Das war ja eigentlich immer das Schlimmste in der Schule, ne? Wenn man keinen Bock hatte und man gesagt hat, man hat es nicht verstanden und dann hat die Lehrkraft gefragt, ja, was hast du denn nicht verstanden, was ist denn deine Frage? Und man da saß und dachte, ich habe noch nicht mal eine Frage, ehrlich gesagt. Das geht mir auch immer so, wenn ich solche Pädagogik lese, dieses, oh Gott, ist es denn nicht manchmal ganz bequem, wenn einem jemand erstmal irgendwas vorkaut und man dann darauf reagieren kann?
Und fällt mir überhaupt irgendwas ein? Also ich weiß noch, wie ich nochmal Mediendidaktik studiert habe, da hieß es auch so, ihr macht dann Projekt und dieses Projekt ist was, was ihr euch selbst aussucht. Und das hat erstmal richtig Stress bei mir ausgelöst. Ne? Wo ich gedacht habe, oh Gott, wie, was selbst, was, gibt es hier Vorschläge, gibt es hier Ideen? Ich glaube, es geht vielen so, wenn es mit den Dissertationen so ist, wenn jemand kommt, kann ich eine Dissertation bei dir machen? Und man sagt, naja, was, welche Frage willst du denn beantworten? Und dieser Stress ist, glaube ich, das tatsächliche Lernen, weil das ist ja was, was du im Leben immer brauchst, mit Unsicherheit umgehen zu können, mit Ambiguitätstoleranz, sagt man ja, Ambiguitätstoleranz zu entwickeln. Und de facto ist es ja so, also erstmal steht man wieder Ochs vom Berg und denkt sich, da wird mir nie was einfallen, aber natürlich fällt einem dann was ein und alle finden irgendwie spannende Projekte, die dann aber auch eben die eigenen Projekte sind und nicht das, was einem jemand anders vorgibt. Und ich glaube, das ist ja, also ich erlebe das auch so, dass es sehr herausfordernd und stressig sein kann. Und trotzdem ist das aber ja die Verbundenheit, die man sich eigentlich wünscht, auch die man sich selber wünscht, würde ich denken. Also so richtig macht mir zumindest Lernen immer dann Spaß, wenn ich wirklich mich auch in mein eigenes Themenfeld so einarbeiten kann, wenn ich weiß, wofür brauche ich die Informationen oder warum will ich das wissen oder was will ich mit dem Wissen hinterher machen. Und wenn ich natürlich meine eigene Frage mitbringe, die ja wahrscheinlich gar nicht so individuell ist, wie sie sich für uns selbst anfühlt, sondern ich glaube schon, dass viele auch ähnliche Fragen haben, aber dann hat man immer, bringt man so eine eigene Motivation irgendwie mit und das bindet, glaube ich. Ja. Also es ist ja bei diesem selbstgesteuerten, selbstorganisierten Lernen, was ja wahrscheinlich ganz viele Universitäten erstmal für sich proklamieren würden, weil man ja selbst entscheidet, wann tue ich das und aus welchen Büchern. Aber für die Lernenden fühlt es sich ja oft gar nicht so an, ne? Sondern für die fühlt es sich so an, jetzt hat jemand gesagt, ich muss die Anatomie der Niere lernen. Und wie selbstgesteuert bin ich denn dann? Aber wenn ich mit den eigenen Fragen ankomme, dann ist es mein Projekt. Ne? Das mache ich für mich. Damit will ich meine Neugier befriedigen. Und das würde ich auch sagen, das macht es so unheimlich stark. Aber wenn man jetzt mal, du hast das eben schon gesagt, dass es ja auch stressig für die Lehrkräfte sein kann. Wenn wir jetzt mal den Blick darauf lenken, glaubst du, dass man, also es ist ja eine Herausforderung, wirklich da zu stehen und selbst wenn man jetzt ein Curriculum hat oder Inhalte hat, die man vermitteln will und dann stellt jemand eine Frage, die man in dem Moment nicht beantworten kann, dann sind wir beide ja so Personen, die dann relativ schnell auch sagen, nee, da kann ich jetzt nicht zu sagen, da müssen wir entweder hier jetzt in die Runde geben, die Frage, vielleicht kann jemand anders was dazu sagen oder wir müssen die Infos nachsteuern. Aber das ist ja schon was man auch lernen muss. Also dieses Unwissen in solchen Situationen, wo man selber als Expertin deklariert wird, auszuhalten. Glaubst du, das ist was wir mehr in die Ausbildung von Lehrkräften geben müssen? Auf jeden Fall. Also ich hoffe, dass das drin ist in der Ausbildung von Lehrkräften. Also, ich bin mir da manchmal nicht so sicher, ehrlich gesagt. Ich würde sagen, das liegt ja in der Natur der Sache, dass niemand selbst in seinem stärksten Fachgebiet immer alles wissen kann. Also wir sehen das ja auch bei wissenschaftlichen Vorträgen. Also man kann ja immer eine Frage stellen, die dann einfach so spezifisch oder so anders nochmal auch die Methodik betrachtet, dass man sie nicht ad hoc beantworten kann. Entweder, weil man es nicht weiß oder vielleicht auch, wenn man über ein paar Sachen erstmal nachdenken müsste. Ne? Und wenn das allen so geht, warum soll ich das dann nicht sagen? Also warum, ist Expertentum durch Allwissenheit definiert? Das wäre ja die Frage. Und ich würde immer sagen, also auch als jemand, der sehr weit weg ist von der Allwissenheit, sicher nicht. Glaube ich auch nicht. Aber ich glaube, dass das so ein, ist es irgendwie so ein verbreiteter Irrtum, oder? Dass man nur dann, wenn man auf jede Frage eine Antwort weiß, auf jeden Fall die Person ist, die da vorne stehen sollte. Ja, also ich glaube, dass man oft dieses Gefühl hat und ich glaube, dass auch Lernende sich das oft wünschen, dass egal, was sie fragen, da ist jemand, der
jedes Problem mit einem lösen kann. Ich denke aber auch, dass einen das auf eine falsche Welt vorbereiten würde, weil in der Welt wird man immer auf Situationen stoßen, auf Krisen stoßen, auf die niemand ad hoc eine Antwort hat, sondern wo man versuchen muss, miteinander im Diskurs, im Handeln die bestmögliche Lösung zu finden und vielleicht auch später, wenn die Krise gemeistert ist oder auch nicht, feststellt, dass es nicht die perfekte Lösung war, die man hatte. Aber man hatte halt eine dann. Und ich liebe das ja, ne? Also das ist ja, ich finde das, und das liebe ich auch hier in Witten, dieser Austausch und eine gemeinsame, ja, Lösungsorientiertheit, um irgendwie zu einer Lösung von einem Problem zu kommen, an der alle irgendwie mitgedacht haben. Das finde ich auch privat irgendwie immer faszinierend, aber das mag ich auch in Lehrsituationen total gerne. Das finde ich total faszinierend, wenn dann so eine Dynamik entsteht und irgendwie alle auf einmal so ihre persönlichen Aspekte mit reinbringen, warum es jetzt irgendwie aus ihrer Sicht ein Problem ist oder was noch mitgedacht werden müsste oder was man selber schon mal erlebt hat und was zu einer Lösung geführt hat. Das finde ich, das ist so, also wenn man das noch nicht erlebt hat, dann sollte man auf jeden Fall das mal anstreben. Ein schönes Gefühl. Absolut, und ich glaube, das würde uns als Gesellschaft total gut tun, wenn wir das mehr machen würden, weil wir ja teilweise von der Komplexität der Herausforderungen komplett überfordert sind und uns natürlich, das ist vielleicht auch ganz menschlich, jemanden wünschen, der mit sehr einfachen Lösungen um die Ecke kommt und die Komplexität oder die Krise für uns auflöst. Das ist meistens Populismus und es funktioniert meistens nicht. Aber wenn wir mit der Gesellschaft allgemein anerkennen, dass eben da eine Komplexität ist und dass wir da miteinander dran arbeiten müssen und dass wir dann eben auch teilweise agil rangehen müssen und Lösungen auch ausprobieren müssen und es auch aushalten können müssen, wenn eine Lösung eben nicht die richtige ist und nicht funktioniert und wir dann einen neuen, anderen Weg ausprobieren müssen. Ich glaube, das würde uns sehr viel helfen, viel Frustration vorbeugen, die wir im Moment irgendwie ein bisschen haben und die uns ja teilweise auch wirklich lähmt und uns, naja, keine großen Innovationen vollbringen lässt. Ja, das glaube ich auch. Aber denkst du denn, das ist ja jetzt eine sehr spezielle Form der Lehre, die da entwickelt wurde, ne? Und dann auch ja in einem, ja, das hört sich jetzt so ein bisschen vermessen an, aber in einem sehr kleinen Rahmen gehalten wurde, ne? In dem sie ja dann ihre eigenen Schulen entwickelt haben und gesagt haben, okay, das ist jetzt unsere Idee, das machen wir jetzt. Ist das denn was eigentlich am Ende das Bildungssystem revolutionieren könnte? Das ist jetzt eine sehr große Frage. Das hat es ja leider nicht komplett. Ne? Ja, also es ist Teil, hat schon mal nicht geklappt. Es ist Teil, ne, des dänischen, ja, Schulsystems geworden, aber es ist eben eine kleine Form geblieben. Also ich bin ja schnell und leicht zu begeistern. Mich begeistert das total. Also ich würde sofort gerne eine Heimvolkshochschule aufmachen und irgendwo auf einem großen Hof immer wieder für eine gewisse Zeit Menschengruppen zueinander bringen. Und also eigentlich das, was wir hier Studium Fundamentale nennen, ist das ja. Ne? Also das, wir machen das ja hier im Studium. Aber also das über eine längere Zeit mit gemeinsam Wohnen, Kochen, Ernten, stell ich mir groß, also finde ich eine tolle Vorstellung. Das stärker in das Bildungssystem reinzubringen und dieses preußische Bildungssystem, was wir haben, was eigentlich junge Menschen auf eine Welt ausbildet, die es seit 100 Jahren gar nicht mehr gibt, das auch in so einer Form zu transformieren, zu revolutionieren. Ja, das, also für mich wäre das schon wünschenswert, ja. Und also ich finde, da steckt viel in Grundtvig drin. Und man muss ehrlich sagen, da steckt auch viel Schlimmes drin in Grundtvig. Also ich persönlich finde es immer schon ganz schlimm, wenn jemand ein Universalgelehrter ist, wenn diese Person sich dann noch als Prophet bezeichnet, wenn die sich dann von der altnordischen Edda ableitet und damit, also bei Grundtvig heißt das folgliches Denken, aber es wird eben auch von vielen Völkischdenkenden übernommen. Das ist mehr als problematisch. Also das Begeisternde ist tatsächlich das Pädagogische. Politisch sicherlich auch ein spannender Mensch, der
eben diesen Wechsel zwischen Absolutismus und Demokratie hingekriegt hat, der einer der ersten Männer in der Nationalversammlung war, der sich für Frauenrechte, für Gleichberechtigung eingesetzt hat. Und ich habe das gelesen, dass im dänischen Parlament sich unheimlich viele auf Grundtvig beziehen, egal in welchem politischen Spektrum sie sind, also von ganz links bis ganz rechts. Und da kriege ich natürlich dann immer irgendwie so ein bisschen Pickel, wenn auch ganz rechts sich darauf beziehen kann. Und das ist sicherlich was, was man, wenn wir da jetzt hier schon über ihn reden, ihm auch ankreiden muss. Ja, das stimmt. Wobei man wahrscheinlich, also da stecke ich jetzt gar nicht so tief drin, aber dieses Thema Universalgelehrter geht ja auch so ein bisschen in diese Richtung allwissend. Und das ist natürlich... das ist ja in alle Richtungen irgendwie eine schwierige Situation, aber ja, wenn wir uns dann auf einmal noch zusätzlich auf so einer sehr rechten Seite bewegen, dann kriegen wir noch ein anderes Problem obendrauf, würde ich auch sagen. Und andererseits muss man sicherlich im historischen Kontext betrachten, also da ist er ja nicht der Einzige, der sich zu der Zeit als Universalgelehrter und Prophet bezeichnet hat. Da gibt es ja noch ein, zwei andere und deshalb muss man sicherlich gucken, was davon erkennt man eben auch als Unsinn an und welche Gedanken davon, die damals vielleicht erst wie eine dumme Idee aussahen, sind aber richtig gute Ideen. Und da würde ich sagen, ja, das ist neben der Gleichberechtigung, von der man auch heute noch sagen würde, wäre schön, wenn wir sie noch stärker durchgeführt kriegen, sicherlich dieses pädagogische Konzept, was mich ganz fasziniert. Auf jeden Fall. Ich bin da auch dann ja so ein bisschen tiefer eingestiegen und hab zwischendurch immer dann auch hier zum Beispiel über das Förderprogramm, was eben nach ihm benannt wurde, dann auch nochmal so ein bisschen mehr, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht so richtig gesagt. Also es geht vorrangig um die Erwachsenenbildung. Mhm. Und da gibt es sicherlich ganz viele verschiedene Ansätze, aber wenn man dann da mal so ein bisschen tiefer einsteigt, dann stellt man relativ schnell fest, so ein bisschen steckt das ja in jedem Ansatz mit drin. Also der hat schon so einen richtigen Grundstein auch gelegt, würde ich sagen, für die Erwachsenenbildung. Und das ist ja schon was, wo man sagen muss, das war dann schon eine schlaue Idee. Also vielleicht erst eine dumme, aber das war schon eine ziemlich coole Idee von dem auch, das so festzuhalten und da so in den Austausch zu gehen. Und ja, das ist ja das, was mich an der Erwachsenenbildung ganz persönlich am meisten fasziniert, dass man durch die Kommunikation und durch den Austausch miteinander viel lernen kann. Das kann man sicherlich mit Kindern auch. Wir können alle ganz viel von Kindern lernen, aber dieser Austausch, der da dann nochmal ja die Fragen mitbringt, die einen selber immer wieder in seinem eigenen System irgendwie zum Wanken bringen, das finde ich sehr spannend. Ja, und ich glaube, gerade diese Demokratiebildung, diese Persönlichkeitsbildung, würde ich sagen, ist ja was immer noch auch bei den Volkshochschulen ganz stark ist. Also wenn es um Integration geht, wenn es darum geht, Menschen, die neu hier im Land sind, also hier auch ankommen zu lassen, ihnen auch zu zeigen, wo sie hier sind, was Rechte und Pflichten sind, dann sind die Volkshochschulen ganz stark mit dabei. Ich bin ein großer Fan von Volkshochschulen. Das Verhältnis Universität-Volkshochschule ist ja manchmal ein schwieriges, ne? Also es ist ja immer so ein bisschen auch manchmal dünkelbehaftet und das ist ja so ein ganz typischer Satz, wir sind ja nicht an der Volkshochschule. Ich glaube, dass wir uns in vielen da auch eine Scheibe von abschneiden könnten, wie gut die eben auch in der Bildung verhaftet sind. Ob an Volkshochschulen wohl auch mal gesagt wird, wir sind hier nicht an Universitäten? Wahrscheinlich, wenn es so drunter und drüber geht. Wahrscheinlich. Ja. Oder wenn einer sich dahin stellt und besonders allwissend erscheinen will. Ja. Weil das wäre auch mein Gefühl bei Volkshochschulen, und das meine ich sehr positiv, ist es ja schon so, dass man da auch als Person in die Rolle der Lehrende gehen kann, ohne jetzt einen Titel zu haben oder so, ne? Sondern einfach, weil man in etwas besonders gut ist, sich besonders lange damit beschäftigt hat, gegebenenfalls irgendwelche Qualifikationen gemacht hat, wie irgendwelche Scheine oder keine Ahnung was, aber das sind ja Menschen, ja gut, wie du und ich, ist jetzt blöd, weil wir jetzt mit Titeln hier sitzen, aber das sind halt Menschen aus dem Alltag, wie wir sie ja dann auch woanders treffen, und die gehen dann ja in den Austausch mit anderen und erzählen von ihren Erfahrungen.
Genau so. Und ich glaube, das ist tatsächlich ja auch das Spannende jetzt an Grundtvig, dass der da eben beschreibt, Lernen ist nicht so wie dieser Nürnberger Trichter. Da ist eine Person, die wie so ein Multiplikator ganz vielen was beibringt, sondern das anerkennt, dass alle Menschen, die da gemeinsam unterwegs sind, mit ihrem eigenen Wissen, ihren eigenen Kompetenzen, ihren eigenen Erfahrungen zusammenkommen und dass man von jedem Einzelnen von diesem lernen kann, nicht nur von dieser einen Person, die als Lehrerin oder Lehrer bezeichnet wird. Und das würde ich sagen, das gilt eigentlich für alle Lernkontexte. Also würde ich sagen, oder das ist das, was wir in den Stufenkursen merken. Also wir können von jeder Person, die da drin ist, so viel lernen, so viel mitnehmen, nicht nur von uns selbst. Ja. Ja, und das ist ja das. Und ich glaube, in unseren Stufenkursen werden wir manchmal dafür belächelt. Aber wenn wir die Stufenkurse beginnen, sagen wir meistens in der ersten Veranstaltung, dass wir uns besonders wieder freuen, dass es losgeht, weil das die Kurse sind, in denen wir als Lehrende am meisten lernen. Und das ist tatsächlich keine Floskel, sondern das ist ja wirklich so gemeint, weil wir kommen dahin und da sitzen meistens ungefähr 30 Menschen, die wir schon auch häufiger vielleicht mal gesehen haben, aber mit denen wir ja sonst nie so eng in dem Austausch sind und von denen wir so unglaublich viel lernen dürfen. Und ich habe jetzt eben noch mal gedacht, als du gesagt hast, ja, das ist auf alle Lernkontexte zu übertragen, das hängt natürlich ja auch mit der zeitlichen Entwicklung zusammen. Jetzt haben wir so viel Informationen verfügbar durch das Internet, dass man ja gar nicht mehr diese Universalgelehrten in dem Sinne hat, die irgendwie 3/4 ihres Lebens in der Bibliothek verbracht haben und alle Bücher studiert haben, sondern man kann sich Wissen viel leichter beschaffen und es gibt aber auch viel mehr Wissen, was man sich beschaffen kann, was man ja gar nicht alles drauf schaffen kann. Und deswegen ist das ja, können wir eigentlich so dankbar sein, dass wir das gar nicht alleine machen müssen, sondern dass wir von allen lernen können. Absolut. Wir sind schon am Ende, ne? Ich habe noch eine Frage mitgebracht. Oh, geil. Ich kann sie nicht beantworten. Nein, ich glaube, es ist eine schöne Frage. Ich habe in der Recherche nach Grundtvig gelesen, dass sein Antreiber die dänische Kultur und Sprache war. Und deswegen wollte ich dich gerne fragen, was dein Antreiber ist. Mein Antreiber als lehrende Person? Mhm. Also ich möchte, also das ist gar nicht so ein klar definierbarer Angriff. Also ich möchte, dass Menschen, die lernen, Spaß beim Lernen haben. Dass die, also das Lernen keine Pflicht ist. Ich habe Lernen ganz oft als Pflicht empfunden und manchmal festgestellt, wie wahnsinnig viel Spaß mir Lernen macht. Und ich möchte, dass das allen Menschen so geht, die ja, eigentlich allen Menschen. Und ich kann es aber nur in einem kleinen Rahmen hier beeinflussen. Und da hoffe ich, dass ganz viele aus möglichst vielen Veranstaltungen rausgehen und sagen, ja, das hat mir Spaß gemacht. Und dass das das Erste ist. Und dann merken sie irgendwann, wie viel sie mitgenommen haben. Aber geht um eine gute Zeit. Das ist ein bisschen platt, wa? Also dänische Kultur wäre wahrscheinlich jetzt irgendwie größer, aber das so bin ich. Bisschen platt. Da können wir jetzt nichts mehr zu sagen. Das müssen wir so akzeptieren. Ja. Schönen Tag. Schönen Tag.